Hallo zusammen. Heute wollen wir wieder ein kleines bisschen Religionskritik betreiben. Und zwar soll es heute um einen ganz speziellen Vorwurf gegen die Religion gehen, nämlich um den Vorwurf, dass Religion sinnlos ist. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass Religion überflüssig wäre oder dass man darauf verzichten kann oder so etwas, sondern das soll heißen, dass religiöse Überzeugungen keinen verstehbaren Sinn haben. Das soll bedeuten, naja, so Sätze wie zum Beispiel, nach dem Tod wird unsere Seele in einem anderen Körper wiedergeboren werden, sehen zwar aus wie ganz normale Aussagen, sind aber in Wahrheit bedeutungslos. Sie haben keinen Sinn, den man überhaupt verstehen könnte. Nun, diese Sinnlosigkeitskritik an der Religion, die wurzelt in der sprachanalytischen Philosophie des 20. Jahrhunderts. Und um diesen Vorwurf richtig verstehen zu können, müssen wir uns ein kleines bisschen mit den sprachphilosophischen Grundlagen vertraut machen. Also, was ist eigentlich Bedeutung? Nun, Bedeutung ist ganz einfach der Inhalt einer sprachlichen Äußerung. Also die Bedeutung ist das, was diese Äußerung ausdrückt. Es ist unter anderem auch das, was man zum Beispiel von einer Sprache in eine andere Sprache übersetzen kann. Wenn ich zum Beispiel sage, gestern hat es in München geregnet, dann bedeutet dieser Satz das, was er auch ausdrückt, nämlich, na, dass es gestern in München geregnet hat. Und er bedeutet genau das Gleiche wie zum Beispiel der englische Satz, Yesterday it rained in Munich. Also beide Sätze drücken die gleiche Bedeutung aus. Und das, was diese beiden Sätze gemeinsam haben, das nennen wir die Bedeutung. So, wenn ein Satz Bedeutung hat, dann sagt er etwas über die Wirklichkeit aus. Er sagt, was der Fall ist. Das heißt, ein Satz mit Bedeutung kann wahr oder falsch sein, je nachdem, ob das, was er ausdrückt, wirklich zutrifft oder nicht. Also je nachdem, ob es gestern in München wirklich geregnet hat oder nicht. Umgekehrt gilt dann aber auch, nur das, was auch wahr oder falsch sein kann, trägt Bedeutung. So, und wenn wir jetzt hier von Bedeutung reden, dann ist damit speziell gemeint eine kognitive Bedeutung. Das Wort Bedeutung, das ist mehrdeutig. Deswegen müssen wir hier ein bisschen spezifischer sagen, was für eine Art von Bedeutung eigentlich gemeint ist. Und zwar ist eben gemeint die kognitive Bedeutung. Also Rauch bedeutet beispielsweise auch Feuer, aber das ist eine andere Form von Bedeutung, keine kognitive Bedeutung. Kognitive Bedeutung heißt, es geht um den propositionalen Gehalt eines Satzes. Eine Proposition, das ist vereinfacht ausgedrückt, na, der Inhalt eines Satzes, das, was mit diesem Satz behauptet wird. Anders formuliert, man kann auch zu jedem Satz, den man so sagt, einen Das-Satz bilden, der da lautet, ich sage, dass es gestern in München geregnet hat oder so etwas und was hinter diesem Das kommt, das ist dann die Proposition. Also nochmal zum Mitschreiben, der Satz, gestern hat es in München geregnet, drückt die Proposition aus, dass es gestern in München geregnet hat. Genauso wie die gleiche Proposition vom englischen Satz Yesterday it rained in Munich ausgedrückt wird. Es gibt natürlich daneben auch noch andere Bedeutungen von Sprache, also nicht kognitive Bedeutungen. Wenn ich beispielsweise mit meinem Sohn durch den Supermarkt gehe und wir gehen an der Kühltruhe vorbei und er sagt mir, da gibt es Eis, dann bedeutet das nicht nur, dass es da Eis gibt. Das hat über diese kognitive Komponente hinaus noch eine andere Bedeutung, nämlich zum Beispiel, hey, wir sollten Eis kaufen. Und Bedeutung gibt es natürlich auch nicht nur in Sprache, so, sondern auch in ganz vielen anderen Phänomenen. Also Applaus beispielsweise bedeutet Zustimmung. Nur es ist eben keine kognitive Bedeutung, die der Applaus trägt. Also ich kann nicht die Frage stellen, wahr oder falsch. Ich kann keine Wahr- oder Falschfrage zu einer non-kognitiven Bedeutung stellen. Was nicht heißt, dass es keine Bedeutung ist, nur eben eine andere. So, und uns geht es jetzt um die kognitive Bedeutung. Und zwar von religiösen Aussagen. So, die Sinnlosigkeitskritik behauptet nun, dass es keinen verstehbaren Sinn von solchen religiösen Aussagen gibt, also dass es keinen kognitiven Sinn gibt in religiösen Aussagen. Diese Sinnlosigkeitskritik gibt es in zwei, ja, sagen wir mal, Geschmacksrichtungen. Es gibt einmal die verifikationistische Kritik und einmal die falsifikationistische Kritik. Beide laufen auf das Gleiche raus, religiöse Sprache ist sinnlos, aber gelangen auf unterschiedlichen Wegen dahin. Fangen wir mit dem Verifikationismus einmal an. Also Verifikationismus, das ist eine Theorie, die vor allen Dingen Anfang oder in den
Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts im logischen Empirismus stark verbreitet gewesen ist. Verknüpft ist das unter anderem mit dem Wiener Kreis, insbesondere mit auch Rudolf Carnap hier, und im englischsprachigen Bereich mit den Arbeiten von Alfred Ayer, die das in den 20er, 30er Jahren vor allen Dingen propagiert haben. Nun, Verifikationismus bedeutet, oder ist eine Bedeutungstheorie, die besagt, ja, die Bedeutung eines Satzes ist die Methode seiner Verifikation. Das heißt, ich weiß, was ein Satz bedeutet, wenn ich weiß, wie ich feststellen würde, ob er wahr ist. Also, wie finde ich beispielsweise raus, was es bedeutet, dass es gestern in München geregnet hat? Nun, ich kann meine eigene Erinnerung befragen, ich kann den Wetterbericht nachlesen und so weiter. Das heißt, ich kenne die Methode der Verifikation und das heißt, ich kann den Satz, gestern hat es in München geregnet, verstehen, weil ich weiß, wie ich überprüfen würde, ob er wahr ist. So, das ist also mit Verifikationismus gemeint. Wenn man den Verifikationismus jetzt zu einer kompletten Bedeutungstheorie aufbaut, dann steht im Kern der ganzen Sache etwas, das man das empiristische Sinnkriterium nennt. Dieses Sinnkriterium sagt uns, welche Sätze Bedeutung haben. Und zwar gibt es nur zwei Klassen von Sätzen für diesen Verifikationismus, die überhaupt bedeutungsvoll sind. Nämlich erstens Sätze, die rein formal sind. Also das wären analytische Sätze, Sätze der Logik und der Mathematik, wie die Winkelsumme im Dreieck ist 180 Grad oder wenn a gleich b und b gleich c, dann a gleich c. Oder die zweite Klasse sind solche Sätze, die verifizierbar sind, und zwar durch empirische Beobachtungen verifizierbar. Darunter fallen dann im Wesentlichen die Sätze der Naturwissenschaft oder auch die meisten Sätze unserer alltäglichen Sprache, wie, naja, unser guter alter Satz, gestern hat es in München geregnet, oder Äpfel wachsen an Bäumen oder was weiß ich was. Alles andere, was in keine dieser beiden Kategorien reinfällt, ist überhaupt keine Aussage. Das sind nur Scheinaussagen. Es sind sinnlose Lautgebilde, die nur aussehen wie echte, sinnvolle Sätze. Also ich könnte genauso gut sagen, ja, der Flaugel galbt im Sungemohn. Das klingt irgendwie so, als könnte es ein Satz sein. Die Worte klingen so wie echte Worte, aber es ist kein Satz. Es sagt nichts aus, es ist einfach nur ein sinnloses Gebrabbel. Genauso sagen Carnap und Ayer, ist es auch mit der Religion. Religiöse Sätze sagen nichts, sie sind auch nur sinnlose Lautgebilde. Wenn wir uns also so Fragen stellen wie, hat eigentlich ein Gott die Welt geschaffen oder ist das bloß Zufall, dann gibt es auf diese Fragen keine Antworten. Warum? Weil diese Fragen gar keinen Inhalt haben, der gefragt werden könnte. Das ist ganz ähnlich, wie wenn jemand Sie fragt, sag mal, dieser Otto-Normalverbraucher, wo wohnt der eigentlich? Auf diese Frage gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Sie können nicht antworten, er wohnt da und da und damit etwas Richtiges oder Falsches sagen. Das Einzige, was Sie machen können, wenn Ihnen jemand eine solche Frage stellt, ist zu erklären, wie eigentlich das Wort Otto-Normalverbraucher funktioniert und was damit gemeint ist. Also dieses Missverständnis der Sprache aufzuklären. In dem Moment, wo der andere eingesehen hat, dass es gar keine echte Person gibt, die Otto-Normalverbraucher heißt, glaube ich, da wird sich die Frage von alleine auflösen. Es wird klar werden, dass man die Frage nicht beantworten kann, dass die Frage gar nicht sinnvoll gestellt ist und dass man die Frage deswegen einfach fallen lassen kann. Nun, wie kann es jetzt also passieren, dass Sprache sinnlos wird? Carnap gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie das sein kann, dass unsere Sprache in den Verdacht gerät, keinen Sinn zu haben. Also einerseits kann das passieren, indem wir gegen die Syntax, also die korrekten Bildungsregeln der Sprache verstoßen. Das passiert zum Beispiel, wenn wir so Ausdrücke formulieren wie das Sein. Das Sein nichtet, das Sein ist oder was weiß ich, was Sie da sagen könnten. Das sind keine tiefen metaphysischen Einsichten, meint der Carnap, sondern das ist ganz einfach nur ein Missbrauch dieses bestimmten Artikels, den wir im Deutschen haben. Andere Möglichkeit ist, wir verstoßen gegen die Bedeutungsregeln der Sprache, also gegen ihre Semantik. Da bringt der Carnap in einem seiner Vorträge selbst ein ganz instruktives Beispiel, das schauen wir uns ganz kurz mal an. Er sagt dann nämlich, manche Formen der Sprache behandeln etwas, das kein Ding ist wie ein Ding und können uns dadurch zu einer falschen, verdinglichenden Auffassung und damit zu Scheinfragen verleiten. Man sagt zum Beispiel in unserer Sprache, ich habe den Mut verloren, wie man auch sagt, ich habe den Bleistift verloren. Den Mut, eine gewisse Beschaffenheit, die sich ändern kann, die da sein oder auch nicht da sein kann, behandelt man also sprachlich genau wie ein Ding.
Auch hier könnte man sich zu der Scheinfrage verleiten lassen, wo ist denn jetzt der Mut? Hier ist es also ganz ähnlich wie bei unserem Otto-Normalverbraucher, derjenige, der die Frage stellt, wenn du den Mut verloren hast, wo ist er denn dann? Wo könnten wir ihn denn suchen gehen? Der hat einfach nicht verstanden, was den Mut verlieren bedeutet. Er hat die Bedeutung dieses Ausdrucks nicht richtig erfasst und kommt deswegen zu diesen komischen Fragen. Das Einzige, was wir tun können, auch hier wieder, erklären, wie der Ausdruck wirklich funktioniert und die Frage wird sich auflösen. Die gravierendste Möglichkeit, wie die Sprache sinnlos werden kann, das ist für Carnap, wenn wir Ausdrücke verwenden, die selbst keine Bedeutung haben. Das heißt, wir bilden Sätze, die niemals verifizierbar sind. Wenn ich irgendeine Behauptung aufstelle, muss ich sie normalerweise verifizieren können. Also wenn ich zum Beispiel sage, es gibt im Pazifik irgendwo eine geheimnisvolle Insel, auf der Einhörner leben, dann ist das eine Aussage, die prinzipiell verifizierbar ist. Ich könnte die Koordinaten dieser Insel angeben und dann könnten sie da hinfahren und sie könnten sich mit eigenen Augen umschauen und wenn sie da Einhörner sehen, naja, dann habe ich wohl recht gehabt, dann ist die Aussage verifiziert. Wenn ich jetzt allerdings sage, es gibt jenseits der Welt einen transzendenten, unkörperlichen Gott, der niemals mit unseren eigenen Sinnen wahrgenommen werden kann, dann wird es ziemlich schwer, sich vorzustellen, unter welchen Bedingungen eine solche Aussage eigentlich verifiziert werden könnte. Vielleicht war das früher mal anders. Vielleicht war das zu Zeiten der alten Griechen, als man noch glaubte, dass die Götter irgendwo auf dem Olymp hausen, eine einfachere Sache, sich eine prinzipielle Verifikation vorzustellen, also raufklettern und nachsehen. Aber wenn wir einen abstrakten und derart verfeinerten Gottesbegriff haben, wie wir ihn in den modernen Religionen kennen, also mit einem transzendenten Gott, der unkörperlich ist, der reines Geistwesen ist und so weiter, es ist schwer vorstellbar, wie hier eine Verifikation überhaupt noch funktionieren sollte. Das Wort an sich, also die Idee von Gott, schließt bereits den Gedanken der Verifikation aus und wird damit für Carnap sinnlos. Bitte beachten Sie, das ist kein Atheismus. Carnap ist in dem Sinne nicht Atheist. Ein Atheist glaubt ja, dass Aussagen über Gott möglich und sinnvoll sind. Ja, sinnvoll sind, aber er meint halt, sie sind nur falsch. Carnap würde das bestreiten. Carnap würde sagen, Aussagen über Gott sind nicht mal falsch. Es sind ja nicht mal Aussagen. Es gibt gar keinen Inhalt, der wahr oder falsch sein könnte. Es ist bloß im wahrsten Sinne des Wortes Unsinn. Nun, wie könnte man auf diesen Vorwurf der Sinnlosigkeit reagieren? Es gibt prinzipiell drei Möglichkeiten, die alle versucht worden sind und nicht alle sind unbedingt gut. Also die erste Variante besteht einfach darin, zuzugestehen, ja, das ist wohl richtig. Also den Verifikationismus zu akzeptieren und gleichzeitig zu akzeptieren, dass religiöse Sätze halt nicht verifizierbar sind. Dann muss man wohl auch ja, die Kröte schlucken und sagen, okay, dann ist religiöse Sprache auch sinnlos, aber eben nur kognitiv sinnlos. Das heißt ja nicht, dass sie noch andere Bedeutungen haben könnte, also non-kognitive Bedeutungen. Daraus hat sich so eine eigene Spielart der Religionsphilosophie entwickelt, der Non-Kognitivismus, über den werden wir dann beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr hören. Das sparen wir uns für die nächste Woche auf. Variante Nummer zwei oder die zweite Lösungsmöglichkeit ist, man akzeptiert den Verifikationismus, aber sagt, naja, religiöse Sätze sind vielleicht jetzt nicht verifizierbar, hier in dieser Welt, unter diesen Bedingungen, aber prinzipiell sind sie schon verifizierbar, nämlich durch so eine Art eschatologische Verifikation. Was genau soll das jetzt sein? Eschatologische Verifikation bedeutet, viele Religionen versprechen irgendeine besondere Form von zukünftigem Dasein, also ein Leben nach dem Tod oder das Kommen des Reiches Gottes und so weiter und so fort. Wenn die Religionen damit recht haben und so etwas tatsächlich passiert, dann werden wir das alle irgendwann in unserer eigenen Erfahrung verifizieren können. Bloß jetzt halt noch nicht. Es ist ganz ähnlich, wie wenn wir zusammen wandern gehen und wir sind auf einem Pfad unterwegs und stellen uns die Frage, führt dieser Pfad hier eigentlich nach Dorf A oder führt er nach Dorf B? Sie sagen, es geht nach Dorf A, ich sage, es geht nach Dorf B. Keiner von uns beiden kann das überprüfen. Es gibt keinen Wegweiser und wir können dem Pfad nicht ansehen, wo er hinführt. Also laufen wir einfach weiter. In der Situation ist für uns nicht verifizierbar, wer von beiden recht hat, wohin der Pfad also wirklich führt.
Aber irgendwann werden wir es wissen. Irgendwann kommt der Pfad irgendwo an und dann werden wir wissen, wer von uns beiden recht hat. Und genauso bei der Religion. Das Problem an der Sache ist jetzt natürlich, eine prinzipielle Verifizierbarkeit von religiösen Überzeugungen ist damit gar nicht gegeben. Es ist mehr so eine Art halbe Verifizierbarkeit. Also wenn die Aussagen wahr sind, dann sind sie verifizierbar. Und wenn sie falsch sind, sind sie nicht falsifizierbar. Wir werden ja nur dann wissen, dass es wirklich so ist, wenn es wirklich so ist. Also wenn es wirklich ein Leben nach dem Tod gibt. Wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, dann ja, sind wir nicht mehr da, um das mitzukriegen. Also auch das nicht so super überzeugend. Die beste Option, die besteht darin, das Sinnkriterium ganz einfach zurückzuweisen und zu sagen, ja, es gibt halt eben Sätze, die sind nicht von diesem Sinnkriterium erfasst und trotzdem sinnvoll. Also es gibt Sätze, die weder analytisch oder formal sind, noch empirisch gesehen verifizierbar und trotzdem bedeutungsvoll. Welche Sätze könnten das sein? Nun, ein wichtiges Gegenbeispiel stammt von Karl Popper, der gesagt hat, was ist denn mit den Naturgesetzen? Also wenn ich zum Beispiel behaupte, Aluminium ist nicht magnetisch, dann ist das kein analytischer Satz. Das ergibt sich nicht aus der Bedeutung des Wortes Aluminium, dass es nicht magnetisch ist. Es ist aber auch kein empirisch verifizierbarer Satz. Denn um diesen Satz endgültig und abschließend zu verifizieren, müsste ich ja das gesamte Universum durchforsten und jedes einzelne Stück Aluminium daraufhin überprüfen, ob es magnetisch ist oder nicht. Da es aber unendlich viel Universen, also unendlich viel Aluminium im Universum gibt, so, wäre ich niemals fertig. Der Satz wäre niemals abschließend verifiziert. Trotzdem ist er natürlich nicht sinnlos. Schlimmer noch, es gibt eine andere Klasse oder ein anderes Beispiel für einen Satz, der nicht in das empiristische Kriterium reinfällt und trotzdem sinnvoll sein sollte. Und das ist das empiristische Sinnkriterium selbst. Was ist denn mit diesem Kriterium? Es behauptet, ein Satz ist nur dann bedeutungsvoll, wenn er entweder analytisch ist oder empirisch verifizierbar. Ist dieser Satz selbst analytisch? Nein, offensichtlich nicht. Also nur wenn man die Worte, die darin vorkommen, versteht, muss man noch lange nicht akzeptieren, dass er wahr ist. Ist er empirisch verifizierbar? Selbstverständlich nicht. Also Bedeutungen kann ich gar nicht empirisch verifizieren. Das heißt, das empiristische Sinnkriterium ist paradox. Wenn es wahr ist, dann ist es laut seiner eigenen Aussage sinnlos. Aber wenn es sinnlos ist, dann kann es ja nicht wahr sein. Also, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als das empiristische Sinnkriterium zu verwerfen. Das ist dann auch letzten Endes das gewesen, was dem Verifikationismus im Laufe des 20. Jahrhunderts das Genick gebrochen hat. Also es ist eine Theorie, die in der, sagen wir mal, ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts relativ erfolgreich gewesen ist, aber danach dann doch sehr schnell an Bedeutung verloren hat. So, die zweite Variante dieses Vorwurfs, also des Sinnlosigkeitsvorwurfs, geht von Falsifikationismus aus. Also der Falsifikationismus, das ist sozusagen die Alternativtheorie zum Verifikationismus und er besagt, Sätze sind nicht sinnvoll, wenn sie verifizierbar sind, sondern dann, wenn sie falsifizierbar sind. Also es muss irgendetwas denkbar sein, was gegen diesen Satz spricht. Verifikation verlangt den Nachweis der Wahrheit. Falsifikation verlangt den Nachweis der Falschheit. Diese Variante geht auf den Karl Popper, von dem eben schon die Rede war, zurück. Und der versteht die Falsifikation zunächst mal als ein Unterscheidungskriterium für wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche Aussagen. Also von sinnvoll und sinnlos ist bei dem erstmal noch nicht die Rede. Falsifikation hat gegenüber der Verifikation den großen Vorteil, dass sie ganz schnell damit fertig sind. Verifikation, das haben wir eben gesagt, ist ein prinzipiell unabschließbarer Prozess, je nachdem, was für Aussagen Sie haben, weil Sie unendlich viele Daten bräuchten oder unendlich viele Fälle prüfen müssten. Falsifikation kann ganz schnell vorbei sein. Sobald Sie nämlich ein Gegenbeispiel gefunden haben, ist ein Satz ganz eindeutig falsifiziert. Also wenn Sie beispielsweise die Aussage haben, alle Schwäne sind weiß, dann müssen Sie nur einen einzigen schwarzen Schwan in Australien finden. Dann wissen Sie, dass dieser Satz falsifiziert ist. Als religionskritisches Argument kommt die Falsifikationstheorie bei Anthony Flew vor allen Dingen zum Tragen. Anthony Flew hat eine sehr berühmte Parabel gebracht, um diesen falsifikationistischen Sinnlosigkeitsvorwurf zu illustrieren. Die ist so schön, die schauen wir uns jetzt mal in ihrer ganzen Länge kurz an.
Er schreibt nämlich, es waren einmal zwei Forscher, die stießen auf eine Lichtung im Dschungel, in der unter vielem Unkraut allerlei Blumen wuchsen. Da sagt der eine, ein Gärtner muss dieses Stück Land pflegen. Der andere widerspricht, es gibt keinen Gärtner. Sie schlagen daher ihre Zelte auf und stellen eine Wache aus. Kein Gärtner lässt sich jemals blicken. Vielleicht ist es ein unsichtbarer Gärtner. Darauf ziehen sie einen Stacheldrahtzaun, setzen ihn unter Strom und patrouillieren mit Bluthunden. Denn sie erinnern sich, dass der unsichtbare Mann von Wells zwar gerochen und gefühlt, aber nicht gesehen werden konnte. Keine Schreie aber lassen je vermuten, dass ein Eindringling einen Schlag bekommen hätte. Keine Bewegung des Zauns verrät je einen unsichtbaren Kletterer. Die Bluthunde schlagen nie an. Doch der Gläubige ist immer noch nicht überzeugt. Aber es gibt doch einen Gärtner. Unsichtbar, unkörperlich und unempfindlich gegen elektrische Schläge. Einen Gärtner, der nicht gewittert und nicht gehört werden kann. Einen Gärtner, der heimlich kommt, um sich um seinen geliebten Garten zu kümmern. Schließlich geht dem Skeptiker die Geduld aus. Was bleibt eigentlich von deiner ursprünglichen Behauptung noch übrig? Wie unterscheidet sich denn das, was du einen unsichtbaren, unkörperlichen, ewig unfassbaren Gärtner nennst, von einem imaginären oder von überhaupt keinem Gärtner? Flus Behauptung ist also ziemlich klar. Eine Aussage, die nicht falsifiziert werden kann, die niemals falsifiziert werden kann. Das ist so gut wie überhaupt keine Aussage. Aber religiöse Menschen tun ja doch genau das. Sie halten an, sagen wir mal, einer Aussage wie Gott liebt die Menschen fest, egal wie groß das Leiden der Welt auch sein mag. Angesichts des schrecklichsten, des unverschuldetsten Leidens in der Welt sind doch sehr viele Menschen nicht bereit, von ihrer Auffassung abzurücken, dass es einen liebenden Gott gibt. Was müsste denn dann, fragt Flu, passieren, um uns von dieser These abzubringen, dass es einen Gott gibt und dass er die Menschen liebt? Wenn es nichts gibt, das uns davon abbringen kann, dann ist die Behauptung nicht falsifizierbar und damit ist sie sinnlos. Nun, dieser Vorwurf von Flu wurde vorgetragen in einem sehr berühmten Symposium, das in den 1950er Jahren stattgefunden hat. Und es gibt zwei berühmte Antworten, die auf diesem Symposium formuliert worden sind. Beide nehmen auch wieder die Form einer Parabel an. Die erste Antwort stammt von dem britischen Philosophen Richard Hare. Der Hare erzählt in Antwort auf den Flu folgende Geschichte. Also es gibt einen Studenten, der ist davon überzeugt, dass seine Dozenten ihm nach dem Leben trachten. Seine Kommilitonen sind natürlich besorgt um ihn und wollen ihn von seinem verrückten Irrglauben abbringen. Sie zeigen ihm die freundlichsten Dozenten, die sie finden können und versuchen ihm klarzumachen, dass niemand nach seinem Leben trachtet, aber er glaubt ihnen nicht. Er lässt sich nicht von seiner Meinung abbringen. Er hält alles, was seine Kommilitonen ihm zeigen, bloß für einen abgefeimten Trick, um ihn zu täuschen. Keine Beobachtung bringt ihn von seiner Meinung ab. Also müsste man doch eigentlich mit Flu sagen, diese Überzeugung, dass die Dozenten ihm nach dem Leben trachten, ist sinnlos. Aber es gibt ja einen offensichtlichen Unterschied zwischen diesem Studenten und einem ganz normalen Menschen, nämlich der ist paranoid und normale Menschen eher nicht. Aber wenn es einen solchen Unterschied gibt, wie kann es dann eine sinnlose Behauptung sein? Hare nennt diese Überzeugung, dass die anderen hinter ihm her sind, einen Blick. Dieser Blick, das ist ein Kunstwort, das Herr selbst eingeführt hat, um dieses Phänomen zu beschreiben. Ein Blick, das ist, ja sagen wir mal, eine Art Perspektive, die ich auf die Welt einnehme. Es ist keine Behauptung über Tatsachen, sondern es ist die Basis, auf der ich überhaupt eine Behauptung machen kann. Nehmen wir mal an, ich bin der Meinung, die Natur funktioniert nach Gesetzen. Dann ist das ein naturwissenschaftlicher Blick, den ich auf die Welt habe. Der Blick selbst ist nicht falsifizierbar. Prinzipiell ist jede Beobachtung mit einem Blick vereinbar oder nicht vereinbar. Ich muss sie nur entsprechend zurechtbiegen, so wie sich das der Student immer zurechtbiegt, der jede Beobachtung, die er macht, damit vereinbaren kann, dass die Dozenten ihm nach dem Leben trachten. Der Blick entscheidet nämlich selbst erst darüber, was als eine geeignete Falsifikation gelten kann oder was ich als Erklärung in Ordnung finde und was nicht. Blicks legen also erst die Bedingungen für Wahrheit und Falschheit fest. Sie sind nicht falsifizierbar. Aber das macht sie auf keinen Fall bedeutungslos. Denn man kann ja verschiedene Blicks, wie den des Paranoiden und den des normalen Menschen, voneinander unterscheiden. Und garantiert kann man auch klassifizieren, dass manche Blicks
besser und manche schlechter als andere sind. Also nicht alles, was nicht falsifizierbar ist, ist automatisch sinnlos. Die andere Parabel, die als Antwort auf den Flug erzählt wird, stammt von seinem Kollegen Basil Mitchell, ebenfalls britischer Religionsphilosoph. Seine Geschichte geht folgendermaßen, also während eines Krieges trifft ein Partisan irgendwo im besetzten Land auf einen Fremden. Dieser Fremde gibt sich ihm gegenüber als der geheime Anführer des Widerstands gegen die Besatzer aus. Der Partisan fasst Vertrauen zu diesem Fremden und glaubt ihm das. Die beiden begegnen sich nie wieder. Trotzdem ist der Partisan davon überzeugt, dass der Fremde ihm damals die Wahrheit gesagt hat. Er vertraut ihm auch weiterhin, auch als er beispielsweise sieht, wie dieser Fremde in der Uniform des Feindes seine eigenen Kameraden an die Besatzungsmacht ausliefert. Natürlich, sagt Mitchell, weiß dieser Partisan, dass das, was er da sieht, gegen seinen Glauben an den Fremden spricht. Aber das Festhalten an den eigenen Überzeugungen angesichts von Gegengründen bedeutet ja nicht, dass man niemals seine Meinung ändern würde. Es heißt nur, dass das Vertrauen in diesem Moment stärker ist als die Gegengründe. Man kann das Falsifikationskriterium von Flew also durchaus akzeptieren, ohne deshalb gleich glauben zu müssen, dass religiöse Überzeugungen niemals falsifizierbar sind. Man kann schon der Meinung sein, dass die Existenz Gottes beispielsweise falsifiziert wäre, wenn es keine Erklärung für das Leiden der Welt gibt. Bloß religiöse Menschen halten dieses Problem halt eben für lösbar. Sie sind der Meinung, dass man diese Falsifikation nicht hinkriegen kann oder dass es bisher zumindest noch niemandem gelungen ist, diese Überzeugung zu falsifizieren. Also, nur weil etwas de facto noch nicht falsifiziert ist, folgt daraus noch lange nicht, dass es niemals falsifizierbar wäre. Aber genau das behauptet Flew natürlich. Also, diese beiden Parabeln zeigen relativ plausibel, dass auch in seiner falsifikationistischen Form der Sinnlosigkeitsvorwurf auf einer Theorie beruht, die nicht überzeugend ist. Der Sinnlosigkeitsvorwurf gegen Religion lässt sich also in keiner der beiden Formen wirklich ernsthaft verteidigen. Religiöse Überzeugungen müssen wir an dieser Stelle wohl schließen, haben also einen Sinn. Sie bedeuten etwas. Bloß, was bedeuten sie eigentlich? Was bedeuten eigentlich religiöse Sätze? Das ist eine ziemlich komplizierte Frage, der wir uns beim nächsten Mal dann ein bisschen intensiver widmen müssen.